Also die PVC-Folie, die habe ich tatsächlich entdeckt im Baumarkt über meinen Mann. Die hat mir mein Mann empfohlen und ich komme eigentlich vom Linoldruck. Ich habe lange Zeit großformatige Linolschnitte gemacht und irgendwann wurde das technisch einfach zu viel. Und dann wollte ich aber trotzdem in den Raum. Ich wollte was Großes machen, ich wollte große Arbeiten machen und bin dann über eine andere Art von Folie dann zur PVC-Folie gekommen. Bei der Stadtkirche, das sind halt die Arbeiten vor allem deswegen Herausforderungen, weil sie eben in der Öffentlichkeit hängen, weil sie draußen hängen. Das ist was ganz anderes, da müssen die auch ganz anders, werden eine ganz andere Durchschlagskraft haben, als wenn man jetzt in einem White Cube oder in einem Museum irgendwas macht, wo sowieso die Leute hingehen, um die Arbeit anzugucken. Und da fand ich dann auch ganz wichtig, dass die Arbeiten sich sozusagen den Raum auch nehmen, den sie da brauchen. Und das war vor allem bei der Daimlerstraße, war das. Habe ich lang, lang, lang überlegt, wie ich das mache mit diesen drei Stahlseilen, dass das tatsächlich den Raum auch bespielt und jetzt nicht nur wie so kleine Fahnen irgendwo hängt. Deswegen bin ich nachher drauf gekommen, dass ich tatsächlich 21 einzelne kleinere Arbeiten aufhänge, die dann aber insgesamt den ganzen Raum sozusagen für sich einnehmen sollen und dann auch Blickachsen hat, dass es praktisch sich wieder verbindet im Raum. Das fand ich da sehr wichtig. Und diese Durchlässigkeit vom Scherenschnitt spielt natürlich bei den Raumarbeiten eine Riesenrolle, weil die eben den Raum sozusagen gleich wieder mit reinnimmt in die Arbeit. Es geht immer um festgehalten werden in einem System sein, ob das jetzt positiv ist, negativ ist. Gemeinschaft kann ja auch was sein, was einen einengt. Also ich stelle da eher die Frage, ist die Gemeinschaft, hält die einen jetzt zusammen oder hält sie einen fest? Oder ne, ist sie eher eine Art Gefängnis? Und das ist ja gerade bei Corona im Moment ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also von den BetrachterInnen würde ich mir wünschen, dass es sie einfach, dass es neue Räume öffnet. Also, dass man einfach den Platz und den Ort, den man vielleicht schon 5000 Mal begangen oder betreten hat, dass man den plötzlich einfach nochmal von einer anderen Perspektive sieht, dass man vielleicht in eine andere Richtung schaut, dass man einfach diese Arbeit als etwas, was da plötzlich da ist, was den Ort nochmal anders verwandelt, also was den Ort nochmal verwandelt und wo man sich tatsächlich nochmal fragt, kenne ich diesen Ort eigentlich? Oder ist der mir vielleicht auch kenne ich ihn nur aus einer Perspektive? Vielleicht kenne ich ihn auch vielen anderen Perspektiven noch nicht. Und das ist für mich natürlich super spannend, so einen Ort einfach auch mal ein bisschen zu verändern.